Thank you.
Guten Abend und herzlich willkommen bei Wir sind live, dem hippen Mainzer Livestream mit den drei Punkten. Immer mittwochs, immer Musik. Mein Name ist Nikolai Wolf, Jazzposaunist im siebten Semester und das war The Way You Look Tonight und Tobi Dolle mit seinem Jazzquartett. Warum er sich ausgerechnet für diese Musik entschieden hat, das und vieles mehr, verrät uns Tobi nachher im Interview. Bis dahin schaltet den Schwarz-Weiß-Filter ein und begleitet mich bzw. uns, mich und mein Team, auf einer Zeitreise ins frühe 20. Jahrhundert. Ich wünsche euch viel Spaß mit Yesterdays und wir sind live. Thank you.
Das waren und sind natürlich Eddie Sonnenschein an den Drums, Valentin Melvin am Flügel und Markus Alhen am Bass. Und natürlich der wichtigste Mann heute, Tobi Dolle an der Trompete und am Flügelhorn. Der Song, den wir hörten, war The Song Is You, geschrieben von Jerome Kern. Ein Song ursprünglich für das Musical Music in the Air komponiert. Bei der Verfilmung allerdings wurde der Song rausgeschnitten. Und der Film floppte mit einem Verlust von über 300.000 US-Dollar. Ein Zusammenhang? Denkbar. Daran unbeteiligt allerdings unser heutiger Gast, Tobi Dolle. Ja, moin. Moin, freut mich, dass du da bist. Ihr habt euch tatsächlich ausschließlich einem Komponisten gewidmet, Jerome Kern. Heute Abend. Ja, heute also, Abend, genau. Ist nicht das Bandkonzept. Okay, Tobias Dolle, Quartett, Jerome Kern, Coverband. Ja, nicht. Erzähl mal, wie kam es dazu, dass ihr jetzt ausgerechnet einen US-amerikanischen Broadway-Komponisten uns mitgebracht habt? Also es ist ja erstmal relativ naheliegend, einen US-amerikanischen Broadway-Komponisten zu wählen. also die Idee war halt, so einen roten Faden zu haben. Also wir finden alle, dass der extrem schöne und interessante Stücke geschrieben hat, die mir auch noch, die gut zu uns passen. Ich will es mal so ausdrücken. Und gleichzeitig irgendwie Raum lassen, dass man gut miteinander interagieren kann und swingen kann. Und das zum einen. Zum anderen spiele ich einfach extrem gern Musik aus dieser Zeit. Ja, da wäre natürlich die Frage angebracht, die Zeit ist ja tatsächlich mittlerweile schon über 80 Jahre her. Worin siehst du dich da wieder? Man versucht sich ja immer als Musiker auch mit der Musik, die man spielt, zu identifizieren. Wie funktioniert das bei dir? Wie ist das für dich? Ich glaube, das passiert so von allein. Also ich kann es nicht ganz genau auf irgendwas zurückführen, warum ich diese Musik so aus den ganz frühen Jahren des Jazz so begeistert bis hin eben, ja, inklusive noch so der Swing-Zeit und so dieser großen Epoche, wo Jazz so die populäre Musik war. Ich bin mir nicht ganz sicher, woran das liegt. Auf jeden Fall höre ich diese Musik halt, seitdem ich, weiß nicht, vielleicht 11 oder 12 bin und bin schon seit ganz vielen Jahren extrem begeistert und habe immer wieder diese Momente, wo ich Aufnahmen finde, so aus dieser Zeit, die irgendwie ganz wenige Leute, mit denen ich mich so umgebe, irgendwie hören, weil ja dann meistens doch moderneres Zeug gehört wird, aber die ich dann so unglaublich feiere. Also das passiert einfach immer wieder. Also besonders bei Musik aus dieser Zeit, wobei ich nicht nur diese Musik höre, aber ja. Du hast im Vorgespräch auch erwähnt, dass es dir sehr wichtig ist, im Bandkontext irgendwie frei aufspielen zu können, also sich nicht so fest in irgendwelche Sheets zu verrennen. Wie hat das jetzt hier funktioniert? Man muss ja im Zweifelsfall auch immer kleine Arrangements vornehmen, sich irgendwas vornehmen. Wie habt ihr diese Freiheit euch erhalten? Ja, also das Konzept von der Band ist ja eigentlich das, dass wir uns einfach extrem gern treffen, um zusammen Musik zu machen. Und verstehen das ja auch wirklich so als eine gute Zeit im Grunde genommen. Deswegen ist es für uns einfach wichtig, dass wir aufeinander hören können und uns extrem viel Raum innerhalb von der Musik schaffen. Ich meine, da gibt es 10 Millionen Möglichkeiten, Raum in der Musik zu schaffen. Aber für uns in der Zusammenkunft, also das hat sich so entwickelt, dass wir diese Musik zusammen so machen wollen. Das war nicht so ein Konzept, das irgendwie mal da war, sondern wir haben gemerkt, das funktioniert bei uns einfach so am besten und da haben wir am meisten Freude dran. Und wie wir jetzt Freiheit im Rahmen dieses Abends hier uns schaffen wollten, war einfach dadurch, dass wir so kleine, ganz kleine Arrangements im Grunde genommen machen.
So, und es war uns quasi immer wichtiger, wenig zu arrangieren, dass der Kopf frei bleibt und nicht immer im Hinterkopf ist, jetzt kommt das. Wenn Arrangement komplex wird und dann muss man anfangen zu lesen und so weiter. Und ich möchte, also das ist alles auf jeden Fall richtig gut, wenn man das so macht und so. Aber für uns in dieser Besetzung, in diesem Abend, in diesem Moment ist es so, dass wir einfach so den Kopf so frei haben wollen, wie es geht. Und deswegen so höchstens mal so kleine Tricks bei dem letzten Tune, da haben wir so ein bisschen reharmonisiert im Grunde genommen. Und sonst so ein bisschen metrisch gearbeitet bei dem vorletzten Tune, den wir gespielt haben. So kleine Sachen, die man sich gut merken kann. Cool. Ich finde, man merkt dann auch, ist das, würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass das auch so eine Art und Weise ist, wie ihr als vier Individuen letztendlich zu einer Band werdet, also zu dieser Einheit, die man so als Zuhörer immer sehr gerne hört? Ja, also so durch die Freiheit, die wir schaffen, ja. Uns dann auch zuhören zu können. Also das glaube ich schon. Darum geht es uns ja. Wir wollen uns halt hören. Wir wollen hören, was machen die anderen. Wir wollen uns irgendwie gegenseitig Ideen liefern. Wir wollen so den Moment regieren lassen, im Grunde genommen. Sehr schön. Was man ja auch oft macht in der Musik, ist ja sich so auch mit sich selber auseinandersetzen. Und als ich so über dieses Interview nachgedacht habe, ist mir tatsächlich ein Zitat von meinem Lehrer eingefallen bei meinem Unterricht. Der meinte nämlich mal zu mir, dass das Musikstudium ja auch so eine Art Selbststudium ist. Und dann kam die steile These, dass man tatsächlich im Musikstudium mehr über sich selbst erfahren würde als im Psychologiestudium. Und jetzt dachte ich, du studierst ja tatsächlich Psychologie im Master. Wie siehst du denn solche steilen Thesen? Von wem kam denn die These? Von meinem Lehrer. Quellenschutz. Ich muss auf jeden Fall sagen, dass Musik zu machen, dass es da keine Möglichkeit gibt, irgendwie Umwege, also oder auszuweichen. Also man muss sich im Grunde genommen entwickeln. Wenn man weiß nicht, unsicher ist mit einer Auftrittssituation oder so weiter, es ist einfach so knallhart dieses Ziel gesetzt. Du bist Musiker, aber deswegen musst du in diese Situation rein. Und es hat alles so eine rustikale, es ist extrem pragmatisch eigentlich im Musikstudium und das finde ich extrem gut. Zum Beispiel, was mich auch extrem begeistert hat, war, dass die Bedeutung von Theorie extrem gut im Musikstudium genauso ist, wie sie sein sollte, meiner Meinung nach. Nämlich, wenn man etwas theoretisch weiß und irgendwie kognitiv verstanden hat, hat es nicht so eine Bedeutung. Eine Bedeutung hat es erst, weiß nicht, wenn du weißt, wie eine alterierte Tonleiter aufgebaut ist, dann heißt das halt noch längst nicht, dass du die verstanden hast und durchdrungen hast und mit dieser Farbe irgendwie arbeiten kannst. Und das hat diesen theoretischen Anteil, wie ist das konstruiert, warum ist das so konstruiert, aber nur die Theorie hat keine Bedeutung. Und das finde ich irgendwie so geil am Jazzmusiker sein oder am Musikstudium. Und das ist in vielen anderen Studiengängen mit einer krasseren Betonung auf Lernen und Theorie, glaube ich, nicht so. Da muss man sich persönlich entwickeln, um es zu schaffen, so viel zu lernen. Und Musik ist da irgendwie viel, viel menschlicher und viel näher am Leben. Das heißt, du ziehst das dann auch auf dein Psychologiestudium über, dass du sagst, okay, ich versuche diese Theorie irgendwie mir praktisch vorzustellen. Ich kann mir vorstellen, man kann ja nicht immer alles in der Praxis ausprobieren. So. Ja, so ein bisschen so würde ich es schon sagen. Also es kommt immer darauf an, in welche Richtung man da geht. Aber ich denke, wenn man einmal verstanden hat, dass man Dinge aussagen kann, die man verstanden hat. Ich meine, das kann man sich jetzt nicht nur aus dem Musikstudium holen, aber dass man halt irgendwie mit Bedeutung kommunizieren kann, dann hat man da auch in anderen Bereichen Lust drauf. Cool. Was ich mich im Vorhinein auch noch gefragt habe, wo mich deine Meinung sehr interessiert,
Wir leben in einer Gesellschaft, auch musikalisch, wo diese Selbstverwirklichung oder auch Selbstoptimierung so einen krassen Stellenwert hat. Und gerade in der Musik beobachte ich immer mehr dieses Streben nach Perfektion, so höher, weiter, schneller. Was ist denn deine Meinung dazu? Ja, also diese Band ist so ein bisschen ja auch so ein Antidote dazu. Mhm. Weil wir da echt, also um Perfektion geht es uns halt nicht, sondern eher so um Empathie, so mhm. miteinander oder um Ohren haben und den anderen sehen. Und für uns alle ist das so ein bisschen befreiend, muss ich sagen, auch musikalisch, weil, also einen musikalischen Perfektionismus möchte ich gar nicht kleinreden damit, aber ich finde es immer wichtig, irgendwie beide Seiten der Medaillen zu haben oder irgendwie so ein rundes Ding daraus werden zu lassen. Und der Perfektionismus bringt dir halt nichts, wenn du den nicht auch dann wieder loslassen kannst in Momenten. Idealerweise finde ich im Überraum perfektionistisch, auf der Bühne überhaupt nicht, sondern da geht es dann nur darum, im Moment zu sein und irgendwie menschliche Qualitäten irgendwie zu Gehör zu bringen. Du hast gerade gesagt, diese Perfektion loslassen können. Wie machst du das letztendlich? Man kann ja sich nonstop anhören, wie beispielsweise Clark Terry das gespielt hat. Hm. Und wie schaffst du es dann, diesen Nonstop-Input, so könnte ich ja auch spielen und so will ich vielleicht spielen, wegzuschaffen und zu sagen, jetzt bin ich Tobi Dolle, jetzt spiele ich, wie ich spiele. Also es liegt mir jetzt wirklich extrem fern zu sagen, dass ich das in irgendeiner Art und Weise gemeistert hätte. aber also meine Philosophie zumindest, und das ist auch so das, was ich versuche so zu praktizieren, ist wirklich, es so ganz bewusst zu trennen. Wenn ich alleine übe und die Aufnahme mir anhöre und es transkribiere und versuche nachzuspielen, da wirklich perfektionistisch zu sein. Wobei das natürlich auch ein bisschen zu pauschal ist, weil man muss natürlich, wenn man zu perfektionistisch ist, dann verspannt man ja auch und kommt in irgendwelche Projektionen und so. Man muss natürlich auch, wenn man perfektionistisch arbeitet, irgendwo entspannt bleiben und atmen. Atmen perfektionieren, das finde ich irgendwie, also als Bläser muss man sich super viel mit Atmen beschäftigen. Das ist ja schon so ein Widerspruch in sich, das perfekt zu machen. Weil, also, ja. Nee, und also meine Philosophie ist eben mehr oder weniger dieser Fokus an Perfektionismus beim Üben. Und sobald ich mit Leuten zusammenspiele, versuche ich dann halt zu praktizieren, zuzuhören, dass ich diese zwei Modi irgendwie habe. Macht ja auch viel mehr Spaß, als bei dem Auftritt dann sich so volle Kanne zu selbstständig zu machen, wenn der eine Ton nicht so sitzt. Ja, weil letztendlich Musik soll ja auch Spaß machen. Und was du vorhin noch gesagt hast, fand ich super interessant, dass du diese Musik tatsächlich schon hörst, seit du 11 bist. War das richtig? Ja, so um den Dreh. Ja, 11, 12, doesn't matter. Jetzt frage ich mich, wir haben ja immer mehr Leute, die klassische Musik spielen, aber auch Jazzmusik, werden immer mehr Absolventen auch hier an der Musikhochschule. Gleichzeitig hören aber immer weniger Leute die Musik oder die werden immer älter so. Und wie schaffen wir es in Zukunft, dass es weiterhin Leute wie dich früher gibt, wie den Vergangenheitstobi, der mit 11 halt nicht, wie ich glaube jetzt läuft gerade GZSZ auf RTL, also wie schaffen wir das, dass die und wir sind live schauen und nicht irgendeinen anderen Unsinn. Werbung. Auf RTL. Ja, genau. Okay. Ja, also einfach in der Öffentlichkeit präsent sein und viel spielen. Das ist natürlich jetzt super einfach gesagt, das ist natürlich am Ende viel komplexer, aber man muss halt irgendwie präsent sein und sichtbar sein. Ja, und halt mit Freude irgendwie spielen und ausstrahlen, dass das ein großes Geschenk ist, dass wir das machen dürfen. Das ist vielleicht wirklich was, wo manche dran arbeiten könnten. Oder man selbst. Das lassen wir mal so als Tipp und als Schlusswort stehen. Vielen Dank für das Interview, Tobi. Jetzt freuen wir uns auf die letzten zwei Titel, die ihr uns mitgebracht habt. Das erste, das ist der Opening-Song des Musicals Showboat, welches seine Premiere 1927 gefeiert hat und seitdem immer wieder gespielt wurde. Es ist somit das am längsten aufgeführte Musical des Broadways. Und der erste Titel ist eine spezielle, essentielle Frage. Where is the mate for me? Viel Spaß.
Thank you.
Das war's auch schon wieder für heute. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und bedanke mich recht herzlich beim Team hinter Kamera und Ton und natürlich bei unseren fantastischen Musikern. Jetzt ist für Sie die Möglichkeit, ein letztes Mal noch zu applaudieren vor Ihren Bildschirmen. Vertrauen Sie mir, das fühlt sich dann gleich mehr wie ein echtes Konzert an und nicht so, als würde man zu Hause alleine vorm Bildschirm hocken. Apropos, schalten Sie am Freitag wieder ein vorm Bildschirm. Beethoven am Freitag. Und freut euch auch schon auf nächste Woche, wenn es heißt Christmas Jazz, Weihnachten mit Blue Note oder so. Und nächste Woche heißt es wieder und wir sind live.